Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe mich für Undead entschieden und mein Gegner spielt Human. Ja, wir treffen auf der Map Amazonien aufeinander. Und da schauen wir mal. Ja, in den Kommentaren wurde ich gefragt, wie ich so gegen den Computer auf dem Schwierigkeitsgrad insane klarkomme. Dazu kann ich euch nur meine Playlist empfehlen. Ich habe da extra eine einzelne Playlist gemacht, wo ich nur Spiele gegen den Computer auf dem Schwierigkeitsgrad insane zeige. Und da sind doch einige sehr interessante Sachen bei, also kann ich euch nur ans Herz legen. Und ich sage mal so, ich komme ganz gut klar. Gut, gehen wir eine Runde scouten. Ja, ein Human-Gegner auf Amazonien. Also, eigentlich Strategie, versuchen den Gegner dran zu hindern, zu expandieren. Wobei das auf dieser Map auch gar nicht so leicht ist. Der Creep ist doch recht hart bewacht. Ich selbst werde hier auch keine Fast-Exe spielen. Der ist Night First und dann werde ich mal gucken, ob ich den Gegner ein bisschen harassen kann. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich wünsche nur zu dienen. Euer Wille geschehe. Mal sehen, hat eigentlich eine recht offene Base, auch noch keinen Tower gebaut. Ja, Meister. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Erste Footy war jetzt da. Also sieht wirklich alles standardmäßig bei ihm aus. Einzige Frage ist, welcher Held jetzt auf mich zukommt. Meisten Gegner spielen halt den Archmage, ab und zu auch Mountain King First. Oder gegen Undead halt auch gerne mal den Paladin. Der Pakt ist besiegelt. Meine Rache gehört euch. Gut, mein Death Knight ist da. Gehe ich gleich mal hoch. Das eine Ziggurat habe ich jetzt mal weiter vorne gebaut. Gerade gegen Human ist das immer von Vorteil, wenn man da doch eins hat, was weiter draußen steht. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Ich bin die Dunkelheit. So, okay, er ist fertig mit dem Krieg. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, aber den konnte ich immerhin noch abstauben. Und wir sehen den Paladin First. Meine Geduld ist erschöpft. Endlich. Reiten oder sterben. Ja, ich gehe ja schon. Hau ab. Ich beuge mich eurem Willen. Dort kann ich nicht beschwören. Na, ist er jetzt so sauer wegen dem einen Arbeiter? Ja, er kommt hinterher. Auf in den Kampf. Ist verrückt. Meine Rache gehört euch. Bauen wir das Ziggurat doch gleich mal aus. Ich bin die Dunkelheit. Mal sehen. Jo, er kommt. Tatsache, mit allem. Was ist los? Ihr habt gerufen. Spürt meinen Zorn. So, ihn in die Flucht zu schlagen, da gehört jetzt nicht viel zu. Hat er bis jetzt auch nur seinen Helden und ein paar Footies. Ausbau abgeschlossen. Wie ihr befehlt. Meine Geduld ist erschöpft. Aufpassen muss ich halt. Ah ja, genau. Wegen dem Holy Light so ein bisschen. Ich bin die Dunkelheit. Hat viel Mana, der Paladin. Auf in den Kampf. Ich bin die Dunkelheit. Reiten. Ich oder mich eurem Willen angegriffen. Beschwöre meine Rache für euch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Aber ich selbst habe halt auch fast noch keinen Mana verbraucht. Ihr habt gerufen. Meine Rache gehört euch. Was ist los? Meine Geduld ist erschöpft.
So, und wieder hoch. Ich vermute mal, dass er den Krieg jetzt zu Ende gemacht hat. Ich bin die Dunkelheit. Ausbau abgeschlossen. Hecke schon durch, das ist wunderbar. Ne, hat er nicht beendet, den Creep. Meine Rache gehört euch. Stufe 2. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meine Geduld ist erschöpft. Wie ihr befehlt. Mantel der Intelligenz. Und ich gehe direkt weiter auf Tier 3. Ah, Arcane Tower schießt. Versuchen erstmal den Shop zu zerstören. Mal sehen, vielleicht ist er ja gerade drüben und versucht bei mir zu creepen. Dann braucht er halt sehr lange, um hier wieder rüber zu kommen. Okay, Shop ist down. Ne, da ist er schon. Spürt meinen Zorn. Meine Rache gehört euch. Endlich. Was Spachtel. Ich bin die Dunkelheit. Was ist los? Ach, kommt nochmal das Holy Light. Hat gerufen. Es ist erstmal so ein bisschen Microfight hier. Nein! Für den Nicht-König. Nee, da darf ich auch nicht zu weit jetzt reingehen. Ich bin die Dunkelheit. Okay, aber der Lich ist auch da. Euer Befehl, Meister. Mein Schicksal ist besiegelt. Leitet ihr mich. Habt gerufen. Hier! Endlich! Hier! Meine Rache gehört euch. Neue Skelettzauberstäbe. Mantel der Intelligenz ist selbstverständlich für den Licht. Wie ihr befehlt. Ich habe nicht mehr Sol versprochen. Euch stets zu Diensten. Leitet ihr abgerufen. Meine Geduld ist erschöpft. Ich habe nicht mehr Sol versprochen. Meine Rache gehört euch. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Greif des Adels. Meine Geduld ist erschöpft. Zu Dienst. Ausbau abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. So, und der Tech auf Tier 3 ist schon durch. Gerufen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Meine Frenzy ausbauen. Ich bin hier. Und den dritten Helden. Also bis jetzt läuft alles so, wie es laufen soll. Gegner hatte bis eben noch nicht expandiert. Ich habe meine drei Helden. Tier 3 erreicht. Ich habe nicht mehr Sol versprochen. Meine Geduld ist erschöpft. So, und jetzt noch ein bisschen creepen gehen. Warten, bis das Destroyer-Upgrade gleich durch ist. Dann wollen wir noch mal sehen, was so geht. Oberstab des Blitzschilds wird gleich verkauft. Das ist auch nicht schlecht. Ich kann auch gerade gut ein bisschen Gold gebrauchen. Hallo? Die Lebenden sollen sich euch. Für den Lichtkönig. Wo soll mein Blut vergossen werden? Ja, Meister. Unsere Streitkräfte werden erschöpft. Spürt mein Zorn. Feuer upgrade. Und ich habe Stufe 2 erreicht. Ich
bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Euch steht meine Rache gehört euch. Euer Befehl. Ich habe die Beschwörung. Ich bin mal. Ich bin die Dunkelheit. Euch steht zu Dienst. Macht meiner Qual ein Ende. Meine Geduld ist erschöpft. Forschung abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. So, die schicken wir ihm jetzt mal rein. Ich bin die Dunkelheit. Den hat er gerade gemacht. Okay, dann wollen wir nochmal gucken, ob wir irgendwo hier gleich endlich mal zum Creep-Check ansetzen können. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ihr habt gerufen. Meine Geduld ist erschöpft. Mein Leben für Ner'zhul. Okay, meine Echse hat das schon freigemacht. Ja, Meister. Ich bin die Dunkelheit. Meine Rache gehört euch. Wie ihr befehlt. Hier! Ja, mal jeweils vom Gegner die Seite gekriegt, wie es aussieht. Ist mehr Gold erforderlich. Ich bin die Dunkelheit. Auf in den Kampf. Für den Lichtkönig. Macht meiner Qual ein Ende. Für den Lichtkönig. Auf in den Kampf. Er scheint sich komplett an seine Base zurückgezogen zu haben. Ihr habt gerufen. Nochmal gucken, endlich, ob er nicht doch expandiert stehen bereit, oder beim Red Creep ist. Da ist er. Ich habe meine Geduld ist erschöpft. Meine Rache gehört euch. Euch steht es. Ich bin die Verdammten stehen bereit. Für den Lichtkönig. Okay, ja, für mich ist das auch nicht so leicht, den roten Creep zu machen. Der ist hier nämlich zum größten Teil oder komplett sogar Magie immun. Und ja, die Destroyer machen nun mal Magieschaden. Ich bin die Dunkelheit. Ihr habt gerufen. Okay, expandiert hat er aber noch nicht. Das ist wichtig. Meine Echse läuft nämlich. Die Beschwörung des Schicksals Schloss siegelt. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meine Geduld ist erschöpft. So, das ist jetzt schon eine schöne Destroyer-Armee, da kommt er. Boah, doch einige einige Gyrokopter mehr als ich dachte. Er geht ziemlich stark hier auf Hero-Fokus. Verliere ich noch ein Destro. Okay. Ja, die Beschwörung ist abgeschlossen. Habe ich ihm schon ein bisschen viel Zeit gelassen? Meine Geduld ist erschöpft. Mein Bogen ist bereit. Macht meiner Qual ein Ende. Ich bin die Dunkelheit. Euer Befehl, Meister. Meine Rache gehört euch. Der Schläfer erwacht. Meine Geduld ist erschöpft. Also brauche ich hier doch einige Fiends mehr.
und ja, selbstverständlich mit Web. Ohne bringen die mir nicht viel. Forschung abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Ich bin die Dunkelheit. Hier. Wie ihr befehlt. Erster Abo auch da. Ihr habt gerufen. Da ist er. Na, will er expandieren? Meine Geduld ist erschöpft. Abgeschlossen. Meine Rache gehört euch. Boah, kann ich nicht mal mehr die Keule durchholen. Na gut, er spielt halt Paladin Mountain King. Kommt extremer Hero-Fokus bei rum. Okay, also ihn konnte ich gut zurückschlagen, er expandiert jetzt allerdings auch. Oh, und da kommen die ersten Tanks. Das ist eklig. Tanks, Knights und Gyrokopter. Das ist für einen Undead ziemlich schwer zu countern. Muss ich jetzt die ganzen Ghule mit in den Fight nehmen? Was ist los? Und bloß nicht allzu viele Destroyer bauen. Meine Geduld ist erschöpft. Der Schläfer erwacht. Meine Rache gehört euch. Ah, da kommt der erste Tank. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Spürt meinen Zorn. Was wir machen. Wir fertig. Soll mein Blut vergossen werden. Ah, krieg. Oh, die ist sogar noch geheilt. Also repariert. Ihr habt gerufen. This is nice. Wir fertig gewartet. Meine Rache gehört. So, ein paar Mietwagen mitschicken. Gegen den Belagerungsschaden gegen die Tanks. Dann gehe ich auf seine Main los. Meine Geduld ist erschöpft. Also hier auf seine Hexe. Ausbau abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Meine Geduld ist erschöpft. Ja, mal gucken, mein Heldenlevel ist halt noch nicht so doll. Mein Licht ziemlich eingekesselt. Boah. Okay, die kommt nochmal durch. Noch eine Keule. Jetzt geht er doch. Ah. Aber ein ekelhaftes Teleport. Kam ich absolut nicht raus. Was, die Mietwagen ist da? Ah, der auch down. Aber im Moment zu viele Tanks. Ah. Egal, ich brauche die Destroyer. Wirklich weit weg von den Tanks ziehen. Meine Geduld ist erschöpft. Ihr habt gerufen. Meine Rache gehört euch. Meine Rache gehört euch. Erschöpft.
Komm, die Echse muss ich kriegen. Jetzt muss ich aufpassen. Und? Aha. Komm, das reicht. Puh. Ja, in dem Fight da oben, da wollte er erst genauso wissen wie ich. Hat seinen Holy Light auf meinen Death Knight rausgehauen und konnte deswegen den Mountain King nicht heilen. Hätte klappen können. Hat aber zum Glück für mich nicht gereicht und er geht raus. Jawohl. Ja, meine Echse läuft, seine zerstört, sein Held gestorben. Also, da hätte er auch nicht mehr viel machen können. Seien wir mal ehrlich. Ja, und ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar, wenn ihr noch nicht habt, natürlich auch über ein Abo oder ganz besonders auch über eine Kanalmitgliedschaft freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ramp.